Also, hi Sandra. Hallo. Schön, dich hier zu haben und schön, dass du dir die Zeit nimmst, deine Practice Session beim nächsten Corporate Learning Community Barcamp vorzustellen. Ich bin schon ganz gespannt. Erzähl mal, was hast du denn geplant? Ja, also ich bin ja so ein Fan davon, so kreativ Dinge zu basteln, also Grafiken und so Zeug, und nutze total gern Canva. Und bei Canva gibt es jetzt auch so ganz verschiedene KI-Dinge mit Radiergummi und weiß ich nicht. Und dann kann man die Vase wegradieren quasi und sagen, so, und jetzt möchte ich dort einen Dackel hinhaben. Und dann malt er dir quasi dort einen Dackel hin. So irgendwie so. Und ich würde halt gerne einfach mit interessierten Menschen, die auch auf sowas Bock haben, mal eine Session nutzen, um alles auszuprobieren, was es gibt. Weil alleine macht es mir nicht so viel Spaß wie in der Gruppe. Okay, also hast du da ein konkretes Ziel oder willst du einfach mal rumprobieren und schauen, was rauskommt quasi? Eher rumprobieren. Das ergibt sich dann meistens so spontan. Ne? Also ich mache ja öfter mal irgendwelche Sessions und irgendwie ergibt sich dann immer auch ein Oberziel und dann frickeln alle ein bisschen rum. Also ich bin schon sehr gespannt drauf, worauf die Leute dann halt auch Lust haben, ne? Was denen so durch den Kopf geht, was man dann eben mal basteln könnte. Weil man braucht natürlich auch ein paar Ideen, ne? Was man dann jetzt machen will. Auf jeden Ein paar Fall. habe ich in petto, aber ich versuche das dann auch immer aus den Leuten so ein bisschen rauszukitzeln, worauf die eigentlich Bock haben oder was gerade in deren Leben los ist und dann zu gucken, was man daraus basteln könnte. Sehr cool. Das bedeutet, ich höre schon so ein bisschen raus, Leute sollen auf jeden Fall Ideen mitbringen. Gibt es dann noch irgendwie was anderes, wo du sagst, das wäre cool, wenn man es mitbringt, wenn man sich vorher schon mal Gedanken macht oder wenigstens das Tool kennt? Gibt es da irgendwas, Voraussetzungen? Also es wäre natürlich schön, wenn man Canva schon kennt und auch registriert ist Hm. dort. Ja. Genügt auch der kostenlose Zugang. Wenn das nicht so ist, ist es auch nicht schlimm. Dann nutzen wir halt die Zeit nochmal 5 Minuten und zeigen das kurz. Das ist jetzt nicht wahnsinnig komplex. Also das kann man auch innerhalb kurzer Zeit, glaube ich, ganz gut verstehen. Und in einer kleinen Runde oder großen Runde, je nachdem, wie viele Leute kommen, macht es ja dann auch ein bisschen spaßig, da gegenseitig auch nochmal zu helfen. Also da mache ich mir jetzt gar keinen Stress. Bestenfalls hat man nicht nur ein Smartphone, sondern wirklich mindestens ein Tablet oder ein Ja. Notebook dabei, weil man kann das durchaus auch am Smartphone machen. Also es ist sogar sehr nett, mal so abends, ne, beim Fernsehen gucken, noch Grafiken zu basteln. Kann man super mit dem Smartphone machen. Das Halt sind die Sachen, schon. die du abends machst. Ja, Okay, wow. genau. Aber es macht sich halt ein bisschen besser mit einem etwas Ja, größeren, dann klar. sieht man es auch besser. Also Also ein Tablet. ja. Alles klar. Für die Practice Sessions sind ja 60 Minuten angedacht, ne? Das heißt, du würdest dann die vollen 60 Minuten nutzen oder brauchst du irgendwie ein bisschen weniger oder mehr Zeit? Also ich glaube, wenn wir jetzt rein nur die KI-Tools testen wollen würden, ohne jetzt großartig uns nochmal dazu auch ein bisschen zu beratschlagen und ein bisschen Quatsch zu machen, vielleicht auch, würden wir vielleicht gar nicht eine Stunde lang brauchen. Aber ich denke, die Stunde kriegen wir, glaube ich, gut gefüllt mit jeder Menge Spaß. Und ich merke es halt immer, ich mache ja manchmal so Canva-Basic-Sessions, sage ich jetzt mal, ne, wo ich so ein bisschen dranführe. Da werden immer mal noch Fragen gestellt, die ich auch mir noch nie gestellt habe. Ne? Also das ist immer so cool, weil man selber auch noch was lernt. Also ich hoffe da auch, dass dann eben der Blick der anderen Menschen so auf dieses Tool dann nochmal mich auch weiterbringt. Also das wird bestimmt auf jeden Fall eine coole Stunde, denke ich mir. Oh ja, das klingt auf jeden Fall super spannend. Ach, sind ja Hast du du dir und schon... meine Session, habe ich gerade rausgehört. Ich glaube auch, ich habe mich noch nicht so viel mit Canva beschäftigt. Ja, solltest du Klingt mal machen, das extremistisch. stimmt. Aber es klingt auch alles so spannend. Das ist wirklich schwierig. Also, viele Ideen hattest du gerade gesagt. Das heißt, ein paar mehr Teilnehmer wären cool. Hast du dir irgendwie eine Mindest- oder Maximalanzahl irgendwas gedacht? Nö, ach, das ist mir völlig egal. Ich bin inzwischen so entspannt, dass ich mir sage, wer kommt, der kommt. Die da sind, sind die richtigen. Also wenn da nur 2 Leute sind und ich, das kann richtig cool werden auch trotzdem, ne? Weil man dann sehr intensiver in den Austausch kommt und sehr intensiver frickeln kann und bei dem anderen dann auch mal aufs Tablet gucken, was die da eigentlich so treiben. Also ich mache mir da jetzt nicht so einen Kopf, ne? Also es sind so viele Ja. spannende Sachen dabei. Und dann ist das eben manchmal so, ne, dass da nicht so viele kommen. Und wenn es eben sehr viele sind, dann kriege ich das auch irgendwie methodisch gut hin, dass alle mal drankommen irgendwie. Also da mache ich mir auch keine Sorgen. Also mir ist es eigentlich völlig egal. Wer kommt, der kommt. Alles klar. Also zur Not haben einfach nur wir beide Spaß bei Genau. Canva. Dann sag noch mal, warum sollten Teilnehmer denn jetzt genau in deine Session kommen? Was ist denn der Mehrwert, den die da draus mitnehmen? Auf jeden Fall ist es Spaß, Leute. Es wird Spaß machen. Und Spaß ist ja immer wichtig, also mir jedenfalls total, ne? Und ich glaube, es ist mal ganz schön, auch mal einfach was ganz Kreatives zu machen. Also einfach mal so
bisschen rumzuspinnen, ins Blaue rein und dabei eben was zu lernen. Also ich mag immer gern mal so Basteleien so zwischendurch. Ne? Ich will nicht immer so hochwissenschaftlich denken müssen. Ich mache gerade meinen Master. Das ist jetzt nicht motiviert. Entschuldigung. Ich brauche es halt manchmal auch einfach ein bisschen lockerer und kreativer und bunter. Und Total. deswegen ist das, Ja. glaube ich, mal eine ganz gute Idee. Und wer da auch Lust drauf hat, ist herzlich willkommen. Sehr gut. Also ein bisschen Kreativität auf jeden Fall. Gibt es noch was, was wir über dich wissen sollten? Also ich kann dazu nur sagen, also die Menschen, die in die Session kommen, werden es auch merken, dass ich ein sehr lustiger Mensch bin. Das ist immer Das Spaß. Einzige, Das was war man gut. wissen muss, bei mir macht es auf jeden Fall Spaß. Der Rest ist irrelevant. Auf Also Spaß ist unser Stichwort für die Session. jeden Fall. Sehr cool. Möchtest du uns noch irgendwas mit auf den Weg geben, außer habt Spaß? Nein. Alles klar, sehr cool. Kommt Dann. vorbei, es wird cool. Kommt überhaupt nach Berlin, es sind auch andere coole Sachen dabei. Ich freue mich total auf dieses Corporate Learning Practice Camp, das Ich erste, was wir auch. machen. Und bin schon ganz gespannt, weil ich eben echt mich darauf freue, dass man mal eben wirklich was macht und nicht immer nur drüber spricht. Das wird auf jeden Fall cool. Total, also ich bin auch schon richtig gespannt drauf und auch mal wieder in Berlin zu sein. Ich komme ja ursprünglich aus Berlin. Aber dann vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich Ja. bin sehr gespannt auf unsere spaßige Kammer-Session und ich drücke uns die Daumen, dass es cool wird. Es Bis wird auf jeden dahin. Fall. Danke, Ciao, Silly. Bis dann in ciao. Berlin. Bis dann.